Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Witcher 1. Wir werden weiter die Gruft erkunden hier, Raves Gruft, und versuchen uns erstmal hier durchzuprügeln, durch den ganzen Fledermaus-Geisterkram. Kannst du den jetzt bitte killen? Verdammt, da ist noch einer. Und One-Hit. Ach shit. Der war nicht gestunt. Ja, war nicht so schön. So. Weg ist er. Kreis der rollenden Felsen. Okay. So, jetzt bekommt gleich der schwierige Teil. Deswegen speichern wir gleich mal wieder die ganzen Geister. Na, nur ein Geist. Das ist top. Dann einzeln. Na, geh rein. Schlägst du vielleicht mal zu? Weg. Na, noch einer. Na, einer. Ja. Eieieiei. Na, ich bin schon wieder wie so ein Besoffener. Die Erdbeere müsste instant alles heilen, eigentlich. So. Und... wie groß ist denn das alles hier? Ja, hallo? Eieieiei. Oh, perfekt. Den haben wir auch weggemöbelt. Wasser. Hier wird es mit Sicherheit zu einer krassen Schlacht kommen. Irgendwie immer so eine Areas, die so ein bisschen krasser aussehen oder ein bisschen offener sind, da weiß man eigentlich ganz genau, da kommt jemand. Also das schreit ja eigentlich in jedem Game immer danach. Da habe ich mich ein bisschen konzentriert mit dem Attacken. Hallo? Scheiße, zwei. Das ist nicht gut. Wieso kriegt er keinen Schaden? Geralt. Ja, siehste, ich hasse es. Warum sind denn zwei so absurd stark? Ach so, genau da haben wir gespeichert davor. Zwei kann man eigentlich auch hinkriegen, wenn man nicht völlig beschissen spielt, so wie ich. So. Jetzt sollte ich eigentlich in einer guten Position sein, wenn ich nie wieder das Klicken total vermassel. So, jetzt müsste ja eigentlich nur noch einer drin sein, oder? Ja, wir ziehen uns trotzdem ein Stück zurück, weil ich glaube, hinter dem Altar wird auch noch einer stecken. Ein Geist, der uns dann überrascht und die uns beide easy auseinandernehmen wollen. Sehr schön. Jetzt gucken wir noch ein bisschen.
Kiste. War klar. Lass einfach das Schwert draußen, Geralt. Das wird hier nicht mehr. Ah nein. Mann. Du dreckiger kleiner. Ja, in dem Gelände. So, das werden wir jetzt mal speichern. Ganz schnell. Wir sind relativ weit gekommen, aber mega viel Leben verloren. Ist jetzt vielleicht nicht schön, aber who cares? Ist das jetzt ein... Oh, fuck. Zwei? Nein. Wenn die mich halt stunnen, dann ist es zurück. Die boxen mich so instant weg. Die machen auch mega viel Schaden. Piss dich. Ende. Noch einer. Noch einer. Wie soll ich denn das jetzt machen? So, dann machen wir wieder Kite-Action. Trink noch mal ein Wässerchen. Nee, nee, nee. Ein Wässerchen. Oh, hier Tafelwasser. Damit wir schneller unsere Zauber ready haben. Und dann versuchen wir die durch Kiten und... durch Kiten und Co. kaputt zu machen. Ja gut. Mega viel Schaden. Das war jetzt das Geheimnis, dass ich hier zwei Gegner pulle, oder was? Geil! Achso. Okay, er bleibt da hinten, ist schon mal gut. Na. Jetzt... Sehr schön! Sehr schön! Interessiert ihn natürlich überhaupt nicht, dass ich ihn treffe. Auf den nächsten Zauber warten. Beide weghauen und ich will den... Naja, nee. Ich bin da safe runter. Nein. Diese hässlichen Viecher. Jetzt ganz entspannt noch ein bisschen um die Steine laufen und erst angreifen, wenn wir Zauber ready haben. Das ist zwar ein bisschen fake, aber okay. Ja gut, das interessiert ihn nicht. Das ist nice. Genau so habe ich mir das gedacht, als ich ihn angegriffen habe. Ah, ja, ja, ja. Boah. Nehmen wir uns was zum Essen. Speichern mal kurz. Ist ja nicht so viel passiert in der Zwischenzeit, wa? Und gehen hier an diese Steine ran. Ich will jetzt wissen, was das ist. Wow. Dafür habe ich mich jetzt hier durchgeprügelt. Das ist beschissen, wenn man das so formulieren darf. Formulieren kann. Ich gehe zurück zum Feuer. Raste da und dann versuchen wir mal Rabes Gruft zu stürmen. Oder hier vielleicht rechte Seite dann. Rechte Hand da rein zu rushen. So, neue Talente. Die können wir auch schnell auch mal ausgeben. Vielleicht noch ein bisschen mehr Stärke. Niederschlagsresistenz ist es. Ah. Ich habe mega viele. Warum habe ich so viele? Ja, ich bin schon wieder total verpeilt. Ah, das war nur dieses, wenn Giftresistenz, ja okay. Ich
Schmerzresistent. Lähmung, ja, definitiv muss das weniger lang sein, ausweichen. Na, wann werde ich denn mal vergiftet, wa? Intelligenz. Ja klar. Ach scheiße, ich habe keine Talente mehr dafür. Ja, was können wir hier noch mit Bronze-Talenten machen? Habe ich ja irgendwie nur noch. Hier haben wir auch alles. Hier haben wir alles. So, und dann können wir eine Runde. Dann haben wir volles Leben, jede Menge neue Talente. Und noch eine Stunde Sicht. Müsste sein, wa? Ja, eine Stunde, 7 Minuten. Ich weiß nicht, sind ja keine realen Minuten, also keine Ahnung, 20 Minuten, 10 Minuten. Müsste jetzt aber... Ich habe euch nur gehört. Ich habe dich nicht runterkommen hören oder sehen. Nur seinen Schreien gehört. Easy. So. Können wir jetzt erst hier das? Sie sieht gar nicht so lang aus, wa? Ich würde sagen, wir marschieren einfach rein und gucken uns das an. Hallo? Oieiei, zwei. Kriegt ihr mich nicht nochmal. Geralt schlägt da nochmal zu. Ich dachte denn sonst unser Zug lang. Oh, perfekt. So, nice, nice. Eieiei, das geht ja hier noch gut weiter dann. Eine Gruft. Ja gut, werde ich dafür jetzt bestraft, Gegner? Ja, einer. Das ist noch okay. Damit kann ich definitiv leben. Hier wäre ich auch mit Sicherheit nicht mit einem Dings durchgegangen, mit der Fackel nur. Das wäre reiner Selbstmord gewesen, im Dunkeln hier zu kämpfen. Korridor, ich speichere mal nochmal. Will hier safe sein in dem Sinne, dass ich halt nicht allzu viel verliere. Oh, Preis des inneren Feuers. Ja gut, das wird auch nur meine Dingszeichen verstärken. Das brauche ich jetzt nicht wirklich. Dann versuchen wir uns hier an dem Raum. So. Ja, man muss doch ein bisschen überlegter rangehen. Nicht so wie ich da manchmal immer reinstürmen und denken, ja, der King regelt es. Dann kriegt man eigentlich nur auf die Fresse. Das will ich ja nicht. Pack so ein großes Schwert weg, damit ich speichern kann. So. Na, hups. Ich hoffe, dass er die Waffe rausnimmt. Ah, zwei. Ja, das wussten wir eigentlich schon. Können wir noch kurz was aufsammeln. Sehr schön. 101. Das gefällt mir auch richtig gut. Also da ich mal ein bisschen ins Spiel bewiesen, mehr oder weniger. Ah, und gelähmt und in dem Sinne keinen Damage bekommen. So, ganz ruhig. Hm.
Da werden wir definitiv speichern. Oh, ein Flatterer. Ja, okay. Easy. Also die können zwar auch heftig sein in der Gruppe, aber die Geister sind doch, finde ich, noch ein anderes Kaliber. Na? Hallo? Was ist das? Ein Basilisk? Uiuiui. Ui. Na? Die habe ich ja noch nie gesehen, aber du machst halt Leichenabgang. Wow. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt voll der heftige Fight. Na, oh, Grabinschrift. Ich will zuerst die Inschrift lesen. Buch des Donners. Auszug aus den aus Kaer Morhen. Geschonene Hexergeheimnisse. Erhält Formen für Tränke. That's nice. Grünen Schimmel mopsen uns auch mal. Könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Ist jetzt hier mein Licht ausgegangen? Ja. Grabinschrift. Hier ruht der Hexer, bekannt als Raven. Ein großartiger Krieger und Verteidiger. Gut. Hätten wir das auch erledigt? Mann, du Opfer, sollst die scheiß Fackel draußen lassen. Ja, wir speichern mal. Nicht, dass hier noch jemand auftaucht und ich einfach umgeboxt werde. Ich wollte jetzt nämlich einfach gerade straight zum Ausgang rennen. Aber ja, wir kennen ja meine Spielmechaniken. Genau. Nummer 1. Also, solange es einer ist. Ja, nice! Haben wir jetzt die Rüstung. Jetzt müssen wir nur noch uns zusammenbasteln lassen. Von Elfen. Helfenden Elfen. Nenne ich die Karte? Ne, das auch nicht. Tagebuch. Quests. Ich muss die aufzeichnen. Also, bla bla bla. Das ist kacke. Kampf ist. So. Ja, da haben wir doch eigentlich gut was geschafft. Eine komplette Gruft geklärt. Gut alles weggeboxt. So. Das können wir jetzt noch nicht machen. Wir können jetzt mal die Flüchtlingshöhlen aufsuchen. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Ja, mal gucken. Also. Zu meinem Negativen wird es jetzt nicht sein, mit Sicherheit. So, wenn wieder Stress ist, kann ich ja nicht reingehen. Müssen wir ja den noch umhauen. Na. War der jetzt ab oder nicht? Hier, das ist eine Höhle? Ne, sieht aber verdammt so aus. Aber hier ist einer. So, dann reden wir mal mit den Flüchtlingen. Vielleicht muss ich die auch raus begleiten und durch die Hölle hier schicken. Ach Mensch, wie kann man denn von denen flüchten? Ich hab gedacht, ich kam da einfach immer easy weg, aber... Fetter Buse. Hat man nicht schon mal mit dir geredet? Warst du nicht der, der unbedingt wollte, dass ich irgendwie seiner Mutter, seiner Frau Bescheid sage, dass sie ihm Geld bringt oder so? Ihr schon wieder? Was wollt ihr? Ist der Bote nicht gekommen? Nein, und das wird er auch nicht, wenn ihr hier herumlungert. Hinfort! Ne lol. Klappe. Ein Festchen? Ein Bier mitgenommen. Naja, top. Da wissen wir, wo die Prioritäten sind.
Hier geht's noch weiter. Inwiefern geht's hier weiter rein? Also. Ne. Okay. Korridor ins Nichts. Er hat hier genug. Ja, dann laufen wir zum nächsten. Zur nächsten Höhle. Zum nächsten Versteck. Und gucken uns das Ganze mal an. Friedhofseingang. Eieiei. Aber wollen wir uns mal auf die Dings stürzen, auf die Striege. Ach Mensch, komm. Im Kreis so mega rot. Und weg. Weg mit dir. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge genau hier. Und sehen uns dann in der nächsten Folge von The Witcher 1 wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss.